Heute haben wir hier von Motorola den Laptop für das Motorola Atrix. Ich verwende es allerdings für was anderes, nicht ganz für das Smartphone, sondern für mein Raspberry Pi. Dann ja, gucken wir mal schon. Bisschen schwerer. Ja gut, hier hinten ist nur die Beschreibung. So in etwa sieht das dann aus. So, Lieferumfang, Laptop, 30 Watt Ladegerät und Ladegerät irgendwas, irgendwas mit T. Ist ja jetzt auch egal. Und so, hier sehen wir noch nicht viel. Klappen wir das Kleine um. Was hat, hier sieht man es. Ist eigentlich schön gemacht, muss ich sagen. Hier haben wir wahrscheinlich das Netzteil, ja. Hier ist das Netzteil, so, Ladegerät. Ja, Made in China, genau. Und wow, hier ist es. Auf der anderen Seite befindet sich dann das Laptop, was ich für meinen Raspberry Pi benutzen werde. So, mal wieder zuklappen. Ja, so sieht das Ganze aus. Ist recht dünn. Hier hinten haben wir die Anschlüsse für Strom. Und zwar mal USB. Dünn und leicht, also schön sind 11 Zoll, wenn ich mich nicht irre. So, mal aufgeklappt. Hier haben wir die Tastatur. Mal gucken, wie sie sich drücken lässt. Ja. Okay, wackelt ein bisschen, aber ist das nicht so schlimm. Aber da lässt sich schön mal kurz diesen Aufkleber hier wegmachen. Bei meinem Samsung Notebook zum Beispiel, da ist die Taste extrem laut, diese. Die Maus. Ach ja, hier geht das schwer ab. Das geht. So, so, so. So, jetzt haben wir es. Das ging jetzt ein bisschen schwer ab, aber es ging so hier noch ein paar kleine Rückstände. Ich krieg mal ab und. Ja, ist schön. So lässt sich auf jeden Fall schön bedienen. Und so hier hinten kommt dann normalerweise, denke ich mal, das Motorola Atrix dran. Noch diesen Aufkleber abbekommen. So. So, da hätten wir das dann auch mal aufgemacht. Genau. Hier würde es dann eigentlich drankommen, würde es rein theoretisch. Ja, was haben wir hier? Das ist Micro HDMI und das da ist der USB. Ne, andersrum. Oder? Ja, genau, andersrum war falsch rum jetzt. Genau. So, dann werde ich das ein bisschen umfunktionieren für meinen Raspberry Pi. Auf jeden Fall auf den ersten Blick sieht es recht hochwertig aus, mehr oder weniger hochwertig. Fühlt sich auf jeden Fall gut an, nicht zu billig. Und mal sehen, was da rauskommt.